Heute, was geht ab, Leute? Hunger mit einem neuen Video. Und zwar kam ein neuer Tweet von Niantic Support über das Gacha. Darüber habe ich schon lange kein Video mehr gemacht. Aber einmal habe ich ein Video gemacht. Checkt das auf jeden Fall ab. Ja, und das war das Video, wo ich erzählt habe, wieso ich kein Gacha mehr verwende. Darauf kommen wir ein bisschen noch zu sprechen in dem Video hier. Erstmal vielleicht ganz kurz, was ist das Gacha? Erstmal vielleicht ganz kurz, hinterlasst ein Like und abonniert, falls ihr mich unterstützen wollt. Aber was ist das Gacha? Das ist ein Produkt, ein Gerät, das Pokémon für dich fängt. Jetzt denken sich manche vielleicht, Alter, Cheaterei, Botterei, dies, das. Nein, nein. Also, Gacha vielleicht schon. Aber es gibt sowas, das ist das Go Plus. Offiziell von Niantic, von Nintendo. Das kann man verbinden mit dem Spiel und dann kann es für dich Stops und Pokémon fangen. Es wirft nur einen Pokéball, ohne Curveball, gar nichts, einfach drauf. Entweder bleibt das Pokémon drin oder nicht. Ja, funktioniert einfach so. Vibriert, blinkt und dann einfach drauf drücken. Ist ganz praktisch. Größter Vorteil ist halt, du kannst Sachen gleichzeitig machen. Zum Beispiel fängt es ein Pokémon und du drehst halt einen Pokéstop oder du entwickelst. Und nebenbei stellst du dich halt irgendwo hin, wo es Module und Stops gibt. Und ja, während das Glücksteil läuft und du fängst, dreht es und fängt das Pokémon für dich. Und das Gacha ist jetzt ein Konkurrenzprodukt. Inoffiziell, nicht von Niantic, nicht von Nintendo. Das alles automatisch macht, also genau wie das hier, nur musst du halt nicht draufdrücken, sondern ist automatisch. Es gab anfangs so Gerüchte, so Gemunkel, ja, Gacha reagiert schneller, dies, das. Kann ich nicht bestätigen. Ich hatte das Gefühl, dass es schneller war, aber ja, kann auch Zufall sein, war nur meine, wie gesagt, mein Gefühl. Das hat hier nichts zu bedeuten. Aber alle Gacha-User können ja unten in die Kommentare schreiben, ob die dieselben Erfahrungen gemacht haben wie ich und ja, ob die meinen, dass es schneller ist als das Plus. Die Sache ist jetzt, Brandon, nicht Brandon Tan, sondern einfach irgendeiner, random, hat Niantic auf Twitter gefragt und mich wundert's sehr, weil das Gacha ist schon sehr, sehr alt, wieso jetzt erst eine Stellungnahme, ein Statement von Niantic kommt, beziehungsweise wieso jetzt erst einer danach gefragt hat, aber egal. Niantic Support hat geantwortet und die haben geschrieben, hey Brandon, Pokémon Go Plus ist momentan das einzige berechtigte Accessoire für Pokémon Go. Das Benutzen von anderen Accessoires kann dein Spielerlebnis negativ beeinflussen. Auf gut Deutsch übersetzt Shadowban und kann zu einem Block oder Bann führen. Offizielle Stellungnahme von Niantic und ja, das macht momentan seine Runden, kursiert hier in den ganzen Gruppen und sorgt für ein bisschen Furore. An sich aber eigentlich nichts Neues. Kann man sich ja denken, dass wenn man ein Konkurrenzprodukt verwendet, dass an dem Niantic Nintendo nichts verdient, dass die dagegen sind. Was sollen die sonst sagen? Sollen die sagen, ja, hey, klar, könnt ihr benutzen? Nein, natürlich nicht. Wisst ihr, gab es immer zwei Fronten eigentlich? Ne, drei Fronten. Drei Meinungen zum Gacha. Also die erste Meinung, die gibt es immer, das sind diese, wie soll ich das sagen, so Hexenverbrennungsjäger, nenne ich die. Das ist immer diese aufgebrachte Mob. Egal, was man macht, ihr werdet dafür in der Hölle landen. Die haben das Gacha wie Teufelswerk angepriesen. Also die gibt es immer, egal was man macht. Hey, für den Schmarrn landet ihr in der Hölle. Ungelogen. Die Leute kann ich gar nicht leiden. Dann gab es halt die Leute, die sagen, ja hey, das Konkurrenzprodukt, passt lieber auf, man weiß nicht genau, vielleicht kann man dafür gebannt werden. Auf jeden Fall immer eigenes Risiko, auf eigene Gefahr, das Gacha verwenden. Und dann gibt es halt die Gacha-Nutzer, Verwender, Liebhaber, die immer sagen, ja hey, das kann Niantic eh nie checken, das ist genauso wie Go Plus, Seriennummer, dies, das, bla bla. Und außerdem hat Niantic viel Besseres zu tun, als den Gacha-Usern hinterher zu jagen. Würde ich persönlich nie so sehen. Wie gesagt, ich habe das Video hochgeladen, wieso ich kein Gacha mehr verwende. Ist schon länger her. Ich habe das Gacha, als es komplett neu rausgekommen ist, bestellt, getestet, natürlich für Video. Und dann teilweise benutzt für einen Monat, nicht mal ganz einen Monat. Dann dachte ich mir, ja okay, ist nicht so mein Ding. Weil erstens, also ich hatte zwei Gründe, wieso ich das nicht verwendet habe. Also erstens, es ist halt nicht offiziell Nintendo Niantic. Und zweitens, du hast halt dieses Spielgefühl verloren. Sondern einfach nebenbei den ganzen Tag laufen lassen und dann am Abend kommst du heim und checkst deine Ausbeute. Wie gesagt, auf diesen Punkt gehe ich genau ein in diesem Video. Dann gibt es natürlich noch ein paar, die sagen, also man kann das Go Plus auch modifizieren, so dass es funktioniert, ohne dass man drücken muss. Dann läuft es automatisch, genauso wie ein Gacha. Dann sagen natürlich ein paar Gacha-Liebhaber, ein paar Befürworter von Gacha, ja, wenn man Go Plus modifiziert, ist es genauso illegal. Finde ich persönlich nicht, dass man das hier vergleichen kann mit einem illegalen Konkurrenzprodukt, von dem Niantic Nintendo nichts verdient. An sich ist das aber keine großartige Neuigkeit.
Es ist kein offizielles Produkt, es ist ein Konkurrenzprodukt, es wird nicht von Niantic unterstützt und bisher wurde noch keiner gebannt. Ich glaube auch nicht, dass Leute wirklich dafür gebannt werden, aber wie immer, eigenes Risiko auf eigene Verantwortung. Ich persönlich würde es nicht nutzen, aber wenn ihr es nutzt, dann verurteile ich euch nicht wie den Teufel, so wie manche andere es tun. Aber seid euch bewusst, es kann möglicherweise, man ist auf jeden Fall nicht 100% safe, wenn man das Gacha verwendet. Das Risiko müsst ihr, ja, wie nennt man das, müsst ihr euch bewusst machen. Auf jeden Fall, das war's von mir zum Thema Gacha und zu diesem Tweet. Schreibt unten in die Kommentare, was eure Meinung zum Gacha ist. Benutzt ihr ein Gacha? Und ansonsten, oh ja, kleiner Punkt noch. Das Go Plus findet man nicht mehr so oft. Anscheinend wurde die Produktion eingestellt und die, die online noch verfügbar sind, sind extrem teuer. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Gacha aussieht, aber normalerweise ist das Gacha teurer als das Go Plus. Aber dadurch, dass momentan das Go Plus so teuer ist, könnte es sein, dass das Gacha eigentlich billiger ist. Ich weiß aber auch nicht, wie es mit dem Bestand und der Produktion von Gacha aussieht. Ob da noch welche gemacht werden oder ob die auch ja nur noch Restbestände haben. Dementsprechend ist schon verführerisch, aber wie gesagt, auf eigene Gefahr. Aber jetzt, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.